Was ist Gender Budgeting? Gender Budgeting will Steuergelder zu gleichen Teilen Frauen und Männern zukommen lassen. Jede Entscheidung mit Steuergeld betrifft das Leben von Menschen. Und diese politischen Geldentscheide fallen international zugunsten von Männern aus. Beispiele? Stichwort Fußball. Zahlen zeigen, Männer profitieren zu 73% von allen öffentlichen Sportfinanzierungen. Stichwort Innovation. Öffentliche Gelder fördern vor allem Männerideen und die Innovationskraft männlicher Startups. Geht gerechte staatliche Geldverteilung überhaupt? Ja, und es rechnet sich. Besonders erfolgreich war Gender Budgeting in Andalusien, wie eine IWF-Studie darlegt. Die Region hat mehr Kinderbetreuung, mehr weibliche Gründerinnen, Professorinnen und Hilfsprojekte für häusliche Gewalt als andere Regionen. Trotzdem unrealistisch? Nein. Geschlechtergerechte Budgets sind überhaupt nichts Neues. Australien will schon seit 1984 genau wissen, wie sich die Investitionen der Gemeinden auf Frauen auswirken. Großbritannien seit 1988. Die EU seit 2003, auch Weltbank und der Internationale Währungsfonds anerkennen, wie wichtig diese Art von Haushalten eben für den gesamten Wohlstand ist. Und Österreich hat Gender Budgeting seit 2009 gar in der Verfassung. Fazit? Die Aufgabe eines Staates ist es, Geld gerecht zu verteilen. Und Gender Budgeting stärkt Standorte. Das geschlechtergerechte Geldverteilen macht Städte und Gemeinden für uns alle besser.